Erste-Hilfe-Situationen sind ja die wahren Survival-Situationen, die dir aktuell passieren können im Großen und Ganzen. Und Tasmanian Tiger hat zwei Ausrüstungsgegenstände herausgebracht, die genau für solche Survival-Situationen gedacht sind, nämlich das First Aid Mini und das Basic. Wenn du wissen willst, was diese neuen Teile können und ob das auch etwas für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Problemscode. Schön, dass du dabei bist. Es ist mir Freude, dir diese neuen Produkte hier vorzustellen. Das hier, das ist das Basic und dieses kleine Ding hier, das ist das Mini. Tasmanian Tiger hatte ja schon ein größeres Packerl, das First Aid Complete, und die zwei sind jetzt eine Alternative, nämlich für kleinere Situationen. Schauen wir es uns gleich einmal an. Schauen wir uns das Mini an, beginnen wir bei dem hier. Dieser Karabiner ist im Standard-Lieferumfang nicht dabei, aber die Befestigung, die schaut so aus. Ja, das heißt, es sind jetzt keine fixen Mollestreifen mehr dabei, sondern entweder, also mit so einem Laser-Cut, entweder gibst du es direkt am Gürtel, das geht sich auch aus, oder du hast die Möglichkeit, mit einem Karabiner, der wie gesagt nicht im Lieferumfang dabei ist, es an dieser Stelle zu befestigen und am Gürtel zu hängen oder irgendwo am Rucksack. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Und hier gibt es auch zwei Schlaufen außen. Ich habe das schon ausprobiert. Also es geht sehr, sehr gut, dass man jetzt zum Beispiel das hier so verwendet. Oder man könnte das auch miteinander hier jetzt verbinden. Das ist auch eine Möglichkeit. Gut. Also Befestigung, die ist auf jeden Fall mal gegeben. Und mein Tablet redet mit mir oder mit uns in dem Fall jetzt. Ein Zweiwege-Reißverschlusssystem. Und dann kommst du in ja, den Innenbereich von diesem First Aid Kit. Und das Schöne ist, du kannst das vor dich hinlegen. Also es ist jetzt nicht eine Tasche, wo man von oben reingramen muss, sondern du kannst das hinlegen und hast dann beide Hände frei und kannst zugreifen auf die unterschiedlichsten Aspekte. Es ist standardmäßig doch etwas dabei. Ich meine, ist alles billige Eigenwerbung, so wie immer. Ich gebe dir den Link zu beiden in meinem Shop, da kannst du im Detail anschauen, was dabei ist. Das wird von behinderten Menschen in Deutschland eingepackt. Also das Ding kommt natürlich aus Vietnam, ja, von Tasmanian Tiger. Dort produzieren die, wenn ich mich richtig erinnere, unter sehr fairen Bedingungen übrigens. Ja. Kannst du da mal anschauen, wenn dir das interessiert. Aber dieser Inhalt hier, der wird von behinderten Menschen gepackt. Fettes Daumen nach oben, das gefällt mir extrem gut. Verbandsbäckchen, dann eben diese Pflaster, Schnellverband, dann ja, Leukoplast. Ja, das kann man sehr gut brauchen, um dann zum Beispiel noch einmal, wenn man das Pflaster drauf hat, ich nenne das Pflaster, ich weiß, dass das nicht ganz fein ist, habe ich vom Dr. Thomas Gierges erklärt. Übrigens, mit dem habe ich einen Erste-Hilfe-Online-Kurs gemacht für alle diejenigen, die sich wirklich mit einem Notarzt, der im Dienst ist und das auch wirklich den ganzen Tag macht, mal austauschen. Mal gebe da unten den Link oder das an. Auf jeden Fall, das weiß ich selber aus Erfahrung. Wenn du dann greifst draußen und nur noch irgendwas tun, dann geht dieses Pflaster ab und mit dem kann man das noch einmal schön fixieren. Dann hier noch einmal größere, ja, Wundschnellverbände, ja, die man dann mit einer Schere zum Beispiel zusammenschneiden könnte. Die ist aber im Lieferumfang nicht dabei. Und eine Zeckenzange. Warum nicht? Warum nicht? Natürlich ist da auch noch genügend Platz, dass du das individuell für dich anpasst. Das ist etwas, so eine Kleinigkeit, die man halt immer dabei haben kann oder hat. Das ist so EDC-mäßig. Ja. Das gefällt mir recht gut, ist lieb. Gibt es auch bei mir im Sortiment. Da kann man noch den Glättpatch dazugeben. Ganz interessant auch dieses System hier. Du kannst hier den Gürtel durch oder auch hier oder Mollestreifen durchgeben. Das heißt, du kannst es entweder so tragen, ja, so, und so öffnen oder eben so. Das ist nicht so schlecht. Gefällt mir ganz gut. Und dann hier das Basic. Was mir persönlich noch einmal ein bisschen besser taugt, also wenn man jetzt nur, wenn ich mit zwei Kindern unterwegs bin, dann reicht das. Aber bei kleineren Gruppen, wo man vielleicht auch schon ein bisschen weiter weg sind, also nicht nur am Spielplatz gehen, sondern auch in den Wald gehen, ist das hier bei ein bisschen mehr Leuten sicherlich eine gute Sache. Auch hier haben wir wieder das Prinzip, dass wir einen Zweiwege-Reißverschlusssystem haben. Hier sind auch so Kordeln drauf, damit man es besser aufmachen kann und du kannst es wiederum vor dich hinlegen und dann zugreifen. Ja. Den genauen Inhalt gebe ich da wie gesagt unten in meinen Shop, ja, wenn du das magst. Da hast du jetzt unterschiedliche Fächer. Ja? Also das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Also du hast hier jetzt dieses Fach, kannst das noch, da ist noch genug Platz, dass du noch individuelle Ausrüstung mit dazu gibst. Ja? Dann hier die Wundauflagen dazu, dann hier Handschuhe,
eine kleine Beschreibung mit dabei, also ein Spickzettel, so nennen sie das. Ja. auch nicht schlecht, ja. Wobei ich noch immer der Meinung bin, dass man das trainiert haben muss, dass man das immer wieder mal trainiert, denn da kommt schon ein ganz anderer Stresspegel raus. Der Thomas und ich bieten ja auch Live-Seminare an für Outdoor- und Survival-Erste-Hilfe und da sieht man dann schon, dass wenn es jetzt heißt, okay, wir müssen jetzt was tun, dass da Stress entsteht, ja, bei den Teilnehmern und bei mir selber auch. Dann eine Rettungsdecke, die ich übrigens als sehr, sehr wichtigen Gegenstand ansehe. Und hier hast du so ein Klarsichtfach, das auch mit einem Zwei-Wege-Reißverschlusssystem funktioniert. Und da kann man auch noch Ausrüstung mit dazugeben. Sie haben Leukoplasten zugeben und ein Verbandsbäckchen. Und auch das kann man natürlich erweitern. Ja? Das kann man super erweitern, da ist noch genügend Platz. Da kann man auch eine Schere dazugeben, etc. pp. Ich persönlich finde das hier interessant, weil es nicht so aufträgt, weil es flach ist, weil es dadurch in eine andere Tasche reinpasst, weil es nicht so aufträgt. Das gefällt mir jetzt nicht gut. Dann hier eine Tragetasche und hinten wiederum dieses System, so wie du es vom Mini kennst. Und auch hier wäre natürlich denkbar, wenn dir das liegt, wenn du sagst, okay, du möchtest das jetzt am Gürtel haben oder du möchtest das irgendwie anderwertig montieren, dann gibt es auch hier bei diesem Feld die Möglichkeit, das an einen Karabiner zu machen. Ich finde, das ist sehr, sehr gelungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden immer über Messer, am Messerkanal zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du den noch nicht kennst, schau mal vorbei, Survival-Messer mit Rainer Rossmann, da reden wir über Messer und Ding und alles und super und ich finde das auch genial und ich liebe das auch, ja. Nur über so eine essentielle Sache wie Erste Hilfe, denn das sind die wahren Survival-Situationen, ja. Feuermach ist cool, wirklich, muss es cool, sage ich noch einmal. Ich mag das, ich mag Messer und Schnitzen und so. Aber wann brauche ich das wirklich? Nämlich brauchen als Notwendigkeit, um Not zu wenden. In Mitteleuropa, weiß ich nicht, ja? Nicht unmöglich, aber dass sich irgendjemand die Hand gebrochen hat oder einen Schnitt hat, zum Beispiel bewusstlos wird, einen internen Notfall hat oder sowas, ja? Oder eine Vergiftung oder allergischen Schock, eine Reaktion. Das sind mal Dinge, die können wirklich wahrlich passieren. Und zwar schneller, als man denkt. Und dazu ist Ausrüstung notwendig. Das ist der erste Schritt und da macht TT super Arbeit. Das taugt mir total, weil du es ja alternativ anpassen kannst. Aber das Zweite ist, du musst auch wissen, wie du mit den Dingen hier umgehst. Und das lernst du entweder, billige Eigenwerbung, ist klar, bei uns im Online-Shop, bei uns bei einem Live-Seminar oder geh zum Roten Kreuz, Samariterbund, wie sie alle heißen, oder andere Survival-Schulen oder Erste-Hilfe-Schulen und geh dorthin und mach diese Trainings. Mach das mit Experten, ja, wie zum Beispiel den Dr. Thomas, unseren Notarzt. Mach das mit Sanitätern. Und einen letzten Punkt noch, ich verspreche, ich höre dann auf. Ja. Wähl dir aber auch etwas aus, die einen Bezug zu... also fange mal klein an mit einem normalen Bereich. Ja. Aber dann suche auch ein bisschen Outdoor-lastigere, ja, Dinge. Denn... in einer Wohnung, in einem Büro, in der Stadt habe ich andere Systeme und habe ich eine andere Herangehensweise, also teilweise, ja, oder andere Probleme oder Probleme nicht, die ich da Outback habe, ja, draußen im Wald, ja, bis da jemand da ist, da muss ich anders agieren, da hast du auch einen ganz anderen Stresspegel, weil du allein wahrscheinlich bist. Wenn das in der Innenstadt passiert und jemand umfällt, sind viele Passanten da, viele Hände, jemand kann anrufen, bla bla bla, absichern, alles gut. Aber wenn du allein bist mit einer anderen Person oder in einer Gruppe und ihr seid auf euch gestellt und müsst mal überbrücken und die Überlebenszeit des Patienten überbrücken, dann ist das ein ganz anderer Stresspegel und das braucht andere Ausrüstung, andere Vorbereitung und anderes Wissen und Können. Also holt da das Wissen auch von Leuten, die das draußen machen. Ja, das ist ganz entscheidend. Es gibt viel Angebot. Schaut euch das ganz einfach an. Lange Rede, kurzer Sinn. Coole Teile. Werden wir in den Langzeittest nehmen, sind jetzt ganz neu heraus. Das hat es mir ganz besonders angetan. Ich gebe da natürlich den Link in meinen Shop. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Was siehst du? Erste Hilfe, ist nur Ausrüstung wichtig oder brauchen wir das eh nicht? Sollen wir nur über Messer reden? Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen, da geht es direkt in meinen Shop. Schau auch bei meinem Kurs unten vorbei, also den vom Dr. Thomas Gigis und mit mir. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Das hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und... hoffentlich brauchen wir das nie. Ciao, ciao.